Business AM am Donnerstagmorgen. Alex Drost, mein Name. Schönen guten Tag. Der Paketdienstleister Hermes bringt das Finanzministerium in Zugzwang. Wir wollen, wie die Deutsche Post, von der Mehrwertsteuer befreit werden, sagte uns Hermes-Chef Hanjo Schneider. Andernfalls werde Hermes vor Gericht ziehen. Die Konkurrenten der Deutschen Post leiden nach eigenen Aussagen nicht nur unter dem Mindestlohn für Briefzusteller, sie bewerten auch das sogenannte Mehrwertsteuerprivileg der Post als gravierenden Wettbewerbsnachteil. Eine Mehrwertsteuerbefreiung würde Hermes nach eigenen Angaben knapp 40 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Hochtief sieht trotz der US-Immobilienkrise erhebliche Wachstumschancen in Amerika. In Straßen und Brücken würden derzeit bis zu 50 Milliarden Dollar im Jahr investiert, sagte uns der Hochtiefchef. Und für solche Vorhaben seien Wahljahre erfahrungsgemäß immer vorteilhaft. Über die neue US-Tochter Flatiron will der Konzern an diesen Infrastrukturprogrammen teilhaben. Mit seinen Amerika-Plänen stellt sich der größte deutsche Baukonzern ausdrücklich gegen Mahnungen aus der Branche, wonach Investitionen in den USA wegen der Kreditkrise und einer drohenden Rezession zu riskant seien. Der Ölkonzern Total muss für eine der bislang größten ökologischen Katastrophen im Atlantik büßen, die sich vor 8 Jahren abspielte. Das Pariser Strafgericht befand den Konzern für mitschuldig an der Ölpest, die durch das Auseinanderbrechen des Öltankers Erika verursacht worden war. Total habe angesichts des hohen Alters des Schiffes und seiner mangelhaften Wartung fahrlässig gehandelt, so die Richter. Das Gericht sprach Zivilklägern insgesamt 192 Millionen Euro zu. Zu Beginn der parlamentarischen Beratung über die Pflegereform haben sich die Positionen der Koalitionsparteien verhärtet. Aus Unionskreisen hieß es, es bestehe auf Bundes- wie auf Landesebene Einigkeit darüber, die von der Regierung geplanten 4000 Pflegestützpunkte abzulehnen. Man sollte das Geld nicht in neue bürokratische Strukturen stecken, sondern in die Pflege investieren, hieß es. Nach der Diskussion um Managergehälter wollen Finanzexperten der Union auch die Einnahmen von Sportlern und Spitzenverdienern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk besser kontrollieren. Das sagte der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Otto Bernhard. Diese Forderung werde er heute im Bundestag vorbringen. Die Börse in Tokio hat ihre Talfahrt vorerst gestoppt und konnte damit den Vorgaben aus den USA trotzen. Dort hatte der negative Ausblick des Chipherstellers Intel die Märkte belastet und die gesamte Technologiebranche nach unten gezogen. Auch die Rezessionsängste sind noch nicht verflogen. Zum Euro, der kostet kaum verändert 1,4648 US-Dollar. Umweltminister Gabriel will im Bundestag eine Regierungserklärung zu den Ergebnissen des Klimagipfels auf Bali abgeben. In Köln wird eine Entscheidung über die Klage von Bodo Ramelow zur Beobachtung von Parlamentariern durch den Verfassungsschutz erwartet. Und in Paris beginnen die Prêt-à-porter-Modeschauen. Das war Business AM am Donnerstagmorgen. Es geht weiter mit dem FDD-Thema um 12. Bis dahin und soweit vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.